Dankeschön. Schönen Tag noch. Tschüss. Weißt du nicht mehr von der Bierflasche, die mir letztens heruntergefallen ist? Das Projekt habe ich noch nicht verkackt, weil meine Chefs mich mögen. Keine Ahnung, warum. Früher oder später merken die es. Es war ein Fehler, mich anzustellen. Ich will nicht, dass mir ständig alle gratulieren. Es stimmt alles nicht. Viel Geld in eine teure Bildung, Kleidung, gerade Zähne. Das ist alles Täuschung. Die alle wissen es. Sagt es doch endlich. Betrüger, Hochstapler, du lügst doch nur. Eure Höflichkeit kotzt mich an. Bitte. Dann hätte ich wenigstens ein bisschen Ruhe. Die werden Augen machen, wenn ich hereinplatze und so tue, als ob ich was Besseres verdient hätte. Auslachen werden die mich. Endlich enttarnen. Guten Morgen. Ich finde die Aufgaben, die ich von dir bekomme, rechtfertigen nicht meine Arbeit. Die Social-Media-Kampagne für Mercedes, die geht an mich. Mit entsprechendem Gehalt. Du weißt es aber schon, oder? Wer hat sie gesagt? Dass die nicht den Mund halten können, Mensch, verdammt nochmal. Natürlich kriegst du die. Wenn du den Pitch geführt hättest, hätten wir sogar noch mehr rausholen können. Gute Arbeit, Mädchen. Ich habe ja immer ein Top-Feeling gehabt bei dir. Okay? Alles gut. Der größte Schmerz in meinem Leben ist, dass ich niemals in der Lage sein werde, mir selber in die Fresse zu schlagen. Die müssen verrückt sein. Die Agentur hält sich nicht mehr lang. Schon wieder Stammtisch? Sicher will ich mit den Leuten saufen, die ihr Leben auf die Reihe bekommen. Macht ja richtig Spaß, sich beschränkt zu fühlen. Wobei, wer wäre nicht besser geeignet, mich zu enttarnen, als die Leute, die mich schon seit Jahren kennen? Ratet mal, wer eine dicke, fette Gehaltserhöhung bekommen hat. Katsching. Hey, geil. Endlich. Prost. Endlich. Cheers. Wie geil. Ja. Bei irgendeinem wird der Kragen schon platzen. Meine Intelligenz ist die Lösung für jegliche Probleme und meine Kollegen wissen das nur mit Abwerten und Kommentaren zu schätzen. Das ist wahnsinnig bitter. Scheiß auf die, die sollen glücklich sein, dich zu haben, verdammt. Diesen Urlaub habe ich mir sowas von verdient. Wie hart es in der Agentur ist, auf wie viele Veranstaltungen ich die ganze Zeit rennen muss. Das ist anstrengend. Das ist moderne Sklaverei. Apropos, wie läuft es im Krankenhaus? Mich hat eine Oma heute voll gekotzt. Aber weißt du was, Steiner? Was denn? Solange du am Ende des Tages was erreichen kannst, worauf du stolz sein kannst, ist alles halb so schlimm. Geil, was ich auch tue. Man schätzt mich. Obwohl tausend andere es mehr verdient hätten als ich. Was mache ich falsch? Oder auch richtig? Seit ich denken kann, habe ich mich dafür geschämt, ohne einmal die guten Seiten daran zu betrachten. Ich bin ein Betrüger, Hochstapler und Lügner. Und ihr wisst nichts davon.